Fischermeister Simon Wirz mit Sohn Wilhelm auf dem Weg zu seiner ehemaligen Fangstrecke nahe Grimlinghausen, einem Stadtteil von Neuss. Zur Bewirtschaftung der gepachteten Rheinstrecken setzte Simon Wirz unterschiedliche Fanggeräte ein. Das Geilnetz benutzte er noch in den 60er Jahren. Am unteren Ende des kegelförmigen Geilnetzes, oberhalb der kreisrunden, bleibeschwerten Lotleine, sind nach innen offene Netzbeutel am Maschentuch befestigt. In diesem sogenannten Schoß verfangen sich die Fische. Vor der Ausfahrt mit dem Boot kontrollieren die Fischer das Netz, das an seinem offenen Ende einen Durchmesser von 14 Metern und eine Gesamtlänge von 7 Metern hat. Das obere Ende des Maschengeflechtes läuft in einer Spitze zusammen, an der das Kopfseil zum Heben des Netzes sitzt. Das Geilnetz, auch Schleifgeil genannt, gehört zu den kleinen Hebenetzen, die ebenso wie der Dreibordnachen bereits in den 30er Jahren ihre Bedeutung für den Broterwerb der Fischer am Niederrhein verloren haben. Fischermeister Wirz setzte jedoch diese Netzarten zum Fang von Besatzfischen für die Pachtstrecken der Angelvereine ein. Er demonstriert hier mit seinem Sohn, der ebenfalls das Fischerhandwerk erlernt hat, noch einmal eigens für die Filmaufnahmen die Fangtechnik mit dem Geilnetz. Bevor die Fischer das Boot zu dem eigentlichen Fangplatz rudern, müssen sie das Netz aufsetzen, sodass es zum Fang möglichst mühelos über den Rand des Nachens gleiten kann. Simon und Wilhelm Wirz legen ein Fünftel des unteren Netzrands auf die Bordwand. Den größten Teil der Lotleine legen sie auf den Duchten im Bug und Heck und auf dem Boden des Nachens bereit. Die Innenseite des Netzkegels zeigt jetzt nach oben und die Fischer können das Netz über die Fische stülpen. Simon Wirz schichtet das Netztuch in Lagen darüber. Zuletzt die Spitze. Die Fischer müssen die Lebensgewohnheiten der Fischarten, Wassertiefe, Strömungsverlauf und Uferbeschaffenheit der Fangstrecke genau kennen, um die verschiedenen Netzarten erfolgreich einsetzen zu können. Für den Fang in den ruhigen Wasserzonen zwischen den Buhnen war das Geilnetz am besten geeignet. Das Boot nähert sich der Fangstelle. Und Wilhelm Wirz lenkt es quer zur Strömung, sodass die Seite des Nachens mit dem überhängenden Netzrand flussaufwärts zeigt. Das Abfieren, wie die Fischer das Hinablassen des Netzes nennen, wird durch das ca. 20 Meter stromabwärts treibende Schiff unterstützt.
Der kreisrunde, bleibeschwerte untere Rand des Netzkegels sinkt auf den Flussgrund. Er bedeckt eine Fläche mit einem Durchmesser von ca. 14 Metern. Die Fische sind wie unter einer Glocke gefangen. Bei dem Versuch, seitwärts zu entweichen, verfangen sie sich in den Taschen am unteren Rand des Netzes. Da die Fische bei Kälte in dichten Schwärmen zusammenleben, erzielten die Fischer die besten Fangergebnisse bei Frost. Simon Wirz berichtet, dass er im Winter 1928-29 mit dem Geilnetz an 12 Tagen 1800 Pfund Standfische wie Plötzen und Brassen im Rhein gefangen habe. Vor dem nächsten Fang rudern die Fischer das Boot in Ufernähe zurück. So vermeiden sie unnötige Bewegungen des Nachens, wenn sie das Netz erneut aufsetzen. Die leichten Dreibordnachen der Fischer haben einen flachen Boden, damit sie die ausgebrachten Netze beim Überfahren nicht beschädigen. Achtung, da kommt eine Motorsäge, da werden wir erst vorbeilassen. Simon Wirz fischte mit dem Geilnetz in den Wintermonaten von November bis März. Während dieser Zeit musste er den Aalfang, mit dem er am meisten verdiente, einstellen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzten die Fischer am Niederrhein die Tütebell zum Fang von Weißfischen im ufernahen flachen Gewässer ein. Rheinfischer Simon Wirz nutzte auch dieses Netz noch in den 60er Jahren zum Fang von Besatzfischen und demonstriert seine Handhabung eigens für diese Filmdokumentation. Vom Bug des Nachens aus lässt er das quadratische, beutelähnliche Netztuch senkrecht zur Wasseroberfläche fallen. Nach einigen Sekunden hebt er das Fanggerät ruckartig aus dem Wasser. Dabei setzt er sein Knie als Drehpunkt für die Hebestange ein. Die Wartezeit beruht auf Erfahrung. Und Simon Wirz begründet sie folgendermaßen. Nach dem Eintauchen der Tütebell schwimmen die Fische auseinander. Liegt das Maschengeflecht auf dem Grund, beruhigt sich das Wasser. Die Fische schwimmen über das Netzquadrat, um zu sehen, was den Schlag verursacht hat. In diesem Moment zieht der Fischer das Netz nach oben. Die Fischer beginnen an dem stromaufwärts gelegenen Ende der Fangstrecke und arbeiten sich in 6 Meter weiten Sätzen, wie die einzelnen Fangmanöver genannt werden, an die nächste Buhne heran. Bei. Der Hintermann muss die Fische mit dem Ruder fangen und den Nachen möglichst geräuschlos an den Fangplatz heransteuern. An jeder Stelle der Strecke können die Fischer das Netz nur einmal mit Erfolg einsetzen.
Noch zu Beginn des Jahrhunderts konnten die Rheinfischer mit einem Fangertrag von 50 Pfund Fisch an einem Vormittag rechnen. Dabei kam es ganz entscheidend auf die Zusammenarbeit der Fischer in Bug und Heck des Nachens an. Mit dem Hamen machten die Fischer Jagd auf die Beute. Simon Wirz demonstriert auch seine Handhabung eigens für die Filmaufnahmen. Wie Geilnetz und Tütebell erinnern heute nur noch die Fanggeräte an die wirtschaftliche Bedeutung der gewerblichen Fischerei am Niederrhein, die ihre Existenzgrundlage durch die zunehmende Verschmutzung des Stroms und den Rückgang des Fischbestandes in den letzten 100 Jahren verloren hat. Da sich die Fische der direkten Beobachtung entziehen, fängt sie Simon Wirz, wie mit den anderen Netzarten auch, ohne Sicht. Er ist auf sein Fingerspitzengefühl angewiesen, um festzustellen, ob ein Fisch das Maschengeflecht berührt. An der offenen Seite des Scherhamens begrenzt eine mit Bleigewichten besetzte Lotleine das leicht durchhängende Netztuch. Die Enden des Fanggeräts liegen auf den Knien des Fischers und auf der Bordwand des Nachens auf. Simon Wirz führt den Hamen im flachen Winkel zur Wasseroberfläche. Im Unterschied zu Geilnetz und Tütebell werden die Fische mit dem Hamen nicht mit senkrechten Zügen gehoben, sondern mit einer horizontalen Netzbewegung gejagt. Die Fangstrecke kann mehrmals hintereinander abgefischt werden. Außerdem setzen die Fischer das Fanggerät ein, um bei Hochwasser die überfluteten Uferwiesen abzufischen. Selbstständige Familienbetriebe, die das Fischerhandwerk seit mehreren Generationen ausübten, waren charakteristisch für den Niederrhein. Erfahrungen und Fertigkeiten im Umgang mit den unterschiedlichen Fanggeräten gaben die Väter durch die gemeinsame Arbeit an die Söhne weiter. Erst in den 30er Jahren wurde die Binnenfischerei ein Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildungszeit. Weder Hegemaßnahmen noch gesetzlich verankerte Bestimmungen zum Schutz des Fischbestandes konnten den Niedergang der Rheinfischerei aufhalten. Eine Umweltkatastrophe besiegelte 1969 ihr Schicksal. Eine Giftwelle vernichtete innerhalb weniger Tage fast den gesamten Fischbestand des Mittel- und Niederrheins.